zusammen. Die Berliner Bäderbetriebe suchen für die kommenden Sommersaison Rettungsschwimmer und Kassierkräfte. In 5 Tagen kann man sich hier bewerben. Was es alles damit auf sich hat, das sehen wir jetzt. An den Bewerbungstagen werden 40 Rettungsschwimmer und 40 Kassiererinnen gesucht. Corona-bedingt läuft das Auswahlverfahren anders als sonst ab. Und deswegen kommen erstmals Dummies zum Einsatz, an denen das Retten von Personen demonstriert werden muss. Die Azubis der Berliner Bäder zeigen uns, was ein Bewerber als Rettungsschwimmer leisten muss. Das waren ja jetzt nicht Bewerber, sondern Azubis, die genau. Uns das vorgestellt haben. Was haben Sie uns denn genau gezeigt? Das war eine sogenannte kombinierte Rettungsübung. Wir haben ganz einfach gezeigt, welche Abläufe zu beachten sind, wenn man jemanden aus dem Wasser bergen und weitere Maßnahmen einleitet, wie zum Beispiel eine stabile Seitenlage oder auch die Herz- und Wiederbelebung. Corona-bedingt alles anders. Ja. Wie sieht die Arbeit eines Rettungsschwimmers aus? Genau, also an der Arbeit bzw. Arbeitsumfeld ändert sich jetzt eher weniger sozusagen, aber die Überprüfung, die wir durchführen, ist natürlich unter Corona-Bedingungen anders. Mhm. Wir gehen nicht in die 1:1 Aktivität, sondern wir müssen aushilfsweise mit Phantomen arbeiten. Mhm. Aber die Arbeitstätigkeit an sich für unsere Rettungskräfte, das Reinigen und Co., das Arbeiten ist eigentlich fast identisch. Nur die ich gerade gesehen habe, die Mund-zu-Mund-Beatmung, das ist ja dann auch anders. Genau, die Mund-zu-Mund-Beatmung aufgrund von der Pandemie ist natürlich auch der Eigenschutz für unsere Kolleginnen und Kollegen, wird bloß noch mit einem Beatmungsbeutel durchgeführt. Ist denn der Job eines Rettungsschwimmer ein vollzeitiger Job, Vollzeitjob? Ja, wenn die Berlinerinnen und Berliner möchten, sehr, sehr gerne bei uns in Vollzeit für die Sommersaison. Wie viele suchen Sie denn? Wir suchen jetzt roundabout 40 bis 50 Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer, um die Sommersaison zu unterstützen. Und Sie müssen schon was beinhalten, Sie müssen schon was können. Also nicht wie ich ein Seepferdchenzeichen haben, sondern was? Nein, also wir suchen natürlich in erster Linie Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer mit den Rettungsschwimmerabzeichen in Silber. Aber wir gehen auch andere Wege. Wir normalerweise muss dieser Rettungsschwimmer aktuell sein. Jetzt ist es so, dass der nicht unbedingt aktuell sein muss, weil unter der Bedingung, in der wir die letzte Zeit leben, ist es für den Rettungsschwimmer kaum möglich, eine Aktualisierung seiner Rettungsfähigkeit durchzuführen. Demzufolge einfach bitte bewerben, auch mit einem abgelaufenen Rettungsschwimmer. Wir würden bei den Berliner Bäderbetrieben sowieso eine Überprüfung durchführen, bevor der Einsatz in der Sommersaison durchgeführt werden kann. Und bitte auch einfach bloß Berlinerinnen und Berliner, die sportlich sind, einfach bewerben. Bitte, 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 bitte. Wir brauchen die Unterstützung und wir würden uns dann versuchen, um den Rest zu kümmern. Ja, also wir gehen da dieses Jahr andere Wege, deswegen auch eine komplette Bewerbungswoche. Nicht einfach bloß vereinzelte Tage am Wochenende oder sowas dergleichen, sondern wir wollen natürlich auch als Berliner Bäderbetriebe mit dieser Aktion einen Leuchtturm setzen. Wir denken positiv, wir sehen die Sommersaison in Berlin wirklich in den Sommerbädern, vermutlich unter anderen Bedingungen, wie wir sonst gewohnt sind, selbstverständlich, aber wir brauchen die Unterstützung der Berlinerinnen und Berliner für die Sommersaison 2021 bei den Berliner Bäderbetrieben. Und weshalb brauchen Sie die Unterstützung? Sagen Sie mir mal die Statistiken der Unfälle. Ach, Unfälle, also wie gesagt, wir machen unseren Job gut. Ja. Demzufolge haben wir relativ geringe Statistik sozusagen. Ne? Klar, es kann immer mal wieder vorkommen, aber wir sind wirklich sehr, sehr gut dabei und demzufolge sind wir da wirklich im einstelligen Prozentbereich. Das ist kaum, also da brauchen wir jetzt nicht weiter reden. Aber das zeugt natürlich auch von unserer guten Dienstleistung und für unsere Qualität, die wir vor Ort anbieten.
Man fühlt sich aber auch ein bisschen wie Baywatch dann hier. Also ich fühle mich hier schon, ich bin hier mit ganzen Baywatch-Leuten. Genau, ja, natürlich. Also dieser Beruf assoziiert natürlich automatisch dieses Baywatch-Feeling. Ne? Klar, sieht erstmal leicht aus, aber gerade so, wer mal ein, zwei Saisons bei uns mitgemacht hat, der weiß, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Es gibt auch Tage und Momente, wo man an seine Schmerzengrenzen kommt, sozusagen. Klar, bei 35 Grad im Schatten, bei mehrere tausend Besuchern vor Ort. Es ist aber ein unwahrscheinlich schöner Job. Man hat permanent den Kontakt mit Menschen, man kann sich austauschen und. Also von dem her, ich glaube, das wiegt sich alles auf und es ist ein schöner Job bei uns in den Sommermonaten, ganz klar. Waren Sie denn schon mal im Eis? Mussten Sie aus dem Eiswasser jemanden retten oder irgendwie tätig sein? Nein, also das musste ich jetzt noch nicht, Gott sei Dank sozusagen. Ne? Aber wie gesagt, wenn so etwas wirklich mal sein sollte, klar, wir sind Rettungsschwimmer, wir sind Schwimmmeisterinnen und Meister, Fachangestellte für Bäderbetriebe mit Herzblut und demzufolge würden wir dann natürlich auch ins Wasser springen. Also jetzt die ganze Woche kann man sich noch bewerben, aber Sie suchen auch Kassiererin. Genau, wir suchen auch Kassiererinnen und Kassierer, Kassenkräfte für die Sommersaison und demzufolge sehr, sehr gerne Informationen einholen auf unserer Internetseite berlinerbäder.de. Kassenkräfte sowie Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer suchen wir für die Sommersaison. Dann hoffen wir mal, dass die Corona-Pandemie es zulässt und ja, wir hoffen nur, dass wir einen Spaß haben können. Genau, wir drücken die Daumen. Also wie gesagt, unsere Planung ist voll und ganz darauf ausgerichtet, Sommerbäder zu eröffnen. Und das wollen wir natürlich auch, wie gesagt, mit dieser Bewerbungswoche den Berlinerinnen und Berlinern jetzt ganz einfach symbolisch damit auch zeigen. Und ich glaube, das ist eine Aktion, die zur richtigen Zeit kommt. Ausgesucht hast. Ja, ich habe ein Plakat gesehen und für mich war eigentlich schon gleich klar, dass ich keinen Bürojob machen möchte. Und dann kam ich hier drauf und war sowieso schon mal ein Hobby. Ja. Ich bin früher auch geschwommen, ja, und meine Mama hat es dann nicht Zufall gesehen und dann dachte ich mir so, ja, okay, man kann es probieren. Und dann habe ich mich auch ein bisschen informiert und es ist sehr interessant und vielfältig. Jetzt kam ja die Corona-Krise, was habt ihr jetzt in der Winterzeit gemacht? Tatsächlich größtenteils leider nur geputzt. Die Technik gewartet und alles. Also, das gehört ja auch dazu. Genau. Und auch sehr viel Theorie gibt es auch noch. Ja, ja? Auch sehr viel geschwommen täglich und ja, sehr viel gelernt. Okay, und was, wie kann man euch dann im Einsatz sehen im Sommer? Seid ihr dann in verschiedenen Schwimmbädern tätig? Ja, im Sommer sind wir dann in den Freibädern und im Winter mal in den Heimbädern. Mhm. Ja. Okay, und wie schwer war diese Aktion jetzt? Also, wie lange braucht man dafür, um ein Leben zu retten? Es ging, also es war jetzt nicht schwer. Also klar, im Normalfall ist es wahrscheinlich nochmal anders mit Adrenalin und allem, aber sonst jetzt war es okay. Wir sind ja in Übung sozusagen, also wir kennen es ja. Muss man auch, jetzt ist das ja beheizt, das Bad, muss man auch in Extremsituationen schwimmen, so im Eiswasser oder so? Höchstwahrscheinlich schon. Okay. Ist zum Glück noch nicht vorgekommen, aber... Habt ihr ja noch Glück gehabt. Ja. Die Bewerbungstage der Berliner Bäder gehen noch bis zum 26. Februar. Weitere Infos gibt es unter www.berlinerbäder.de.